Hi, Friends! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Full Face Only Using Action Make-up Action Haul. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, wie das Ganze hier heißen wird, aber das Ganze ist sehr, sehr günstig und höchstwahrscheinlich wird meine Haut nach diesem Video noch schlimmer. Freunde, ich bin am Ende meiner Kräfte. Ihr seht es. Aber ich bin da und ich habe richtig Lust darauf. Es ist Samstagmorgen, 7 Uhr. Und ich würde vorschlagen, wir zaubern uns ein Full-Face-Make-up mit Produkten, die recht günstig waren. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich gehe davon aus, es geht heute um Action. Und Action ist so ein Laden, ein Geschäft, wo es eigentlich alles gibt. Und wenn ich sage alles, gibt es alles. Von A wie Akkuschrauber bis Z wie Zunder. Wirklich alles. War so schlecht. Es gibt alles. Auch Make-up und Essen und Snacks und Weihnachtsbäume und Haustierbedarf und Waschmittel. Und ich habe Make-up gekauft und das wollen wir heute ausprobieren. Ich weiß, dass ihr Make-up-Videos von Action total gerne mögt. Das Problem ist, hier in Berlin ist Action eigentlich so gut wie gar nicht vertreten. Also es gibt, glaube ich, 2 hier in Berlin und die sind so weit von entfernt. Da war es näher für mich, dass ich nach Brandenburg rausfahre und dort zur Action gehe. Habe ich gemacht. Und wir schminken heute was. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Falls euch so ein Videoformat gefällt, wo ich günstiges Make-up kaufe und teste und so einen kleinen Haul mache, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video mit einem Daumen nach oben verseht. Dann weiß ich, ob euch das gefällt, kann das so ein bisschen besser einschätzen. Ich glaube, ich habe für den ganzen Einkauf 20 Euro gezahlt, was schon gut ist für die Menge an Make-up, die hier vor mir liegt. Und ich möchte anfangen mit einem Face Primer. Der ist von Max & More. Max & More ist, glaube ich, die Eigenmarke von Action. Und das Ganze kommt tatsächlich in einem Glasflakon. Und das ist eine Mattifying Base. Ich bin ja nicht so ein Freund von Mattifying Bases. Aber wir probieren das Ganze mal aus. Ihr könnt mir gerne jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr... Das riecht wie Hustensaft. Aber es fühlt sich gut an. Also bis jetzt ist es noch gar nicht Mattifying, oder? Also es ist so ein bisschen glowy. Fühlt sich sehr, sehr weich auf der Haut an. Fühlt sich so ein bisschen an wie das Balea Med Ultra Sensitive Intensiv Urea Creme Ding. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr Erfahrung mit Action Make-up habt. Ich habe, glaube ich, einmal ein Action Video gedreht und das fühlt sich gar nicht schlecht an. Also jetzt First Impression. Ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass meine Haut sich trocken anfühlt, so von diesen typischen Mattifying Primern. Es gibt ja von NYX so einen, der ist sehr, sehr trocken und du merkst sofort auf der Haut, dass das so... die ganze Lebensenergie aussieht. Der fühlt sich bis jetzt wirklich gut an. Foundation habe ich nicht gekauft. Es gab ein paar Foundations, aber das waren eher so Restpostenprodukte. Ich glaube, dass bei Action auch manchmal, so wie im Euroshop oder in diesen so Sabrina Rudnick-Läden, auch so Restpostenbestände hingehen. Es gab Max Factor, es gab Rimmel London. Davon habe ich ein Produkt gekauft. Und eher so Farben, die ich noch nie gesehen habe. Einmal total grau und dann, Gott sei Dank, dass es das auch im Handel gibt, aber da musst du halt erstmal drauf kommen, sehr dunkle Farben. Und das ist natürlich für mich nichts. Deswegen würde ich einmal ganz kurz meine Foundation drauf machen. Und wir machen gleich weiter mit dem Concealer. Während ich den Concealer einarbeite, das ist der Max & More Cosmetics Concealer Full Coverage. Ich habe ihn in 2 verschiedenen Farben gekauft, because wir sind jetzt an einem Punkt in unserer Karriere, ihr und ich, wo wir uns es eigentlich nicht mehr leisten können, dass wir aussehen wie Trash. Hallo. Deswegen habe ich 2 verschiedene Farben mitgenommen. Einmal die Farbe Honey und einmal die Farbe Roasted Walnut. Wir probieren erstmal den dunkleren. Boah! Alter, das ist ja besser verpackt als im Hochsicherheitstrakt. Fühlt sich ganz normal an, ist jetzt nichts Spektakuläres, ist jetzt aber auch nicht extrem billig. Ich glaube, der hat 97 Cent gekostet oder so. Füßchen, okay, ja, es ist halt dieses Standard-Lipgloss-Füßchen. Okay, er ist ein bisschen dunkel. Und ich hoffe, er oxidiert nicht, weil er ist sehr dunkel. Und wir gehen jetzt nochmal ein bisschen mit der Farbe Honey rein. Der ist sogar vegan, wow. Okay. Also das Füßchen mag ich nicht, aber ich wollte euch erzählen, wie ich mich bei Action gefühlt habe. Also für mich ist Action ja nicht so ein Laden, wo ich oft reingehe, weil er einfach hier bei mir auch nicht in der Nähe ist. Ich weiß, in NRW und im Westen von Deutschland ist Action total beliebt und auch total viel vertreten. Das ist wahrscheinlich so wie bei uns hier der Euroshop oder Woolworth. Aber als ich da reingekommen bin, also
Was ihr vielleicht nicht von mir wisst, ist, ich habe ein Problem mit draußen sein. Das klingt immer total schwierig, aber ich bin total angespannt, sobald ich draußen bin. Und wenn etwas sehr, sehr unruhig ist, dann stresst mich das. Ich fühle mich die ganze Zeit so unter Druck gesetzt und der Laden war halt einfach total kramig. Das ist nicht nur bei Action so, das ist auch bei, weiß ich nicht, so, ja, so Restpostenläden, 1-Euro-Läden oder so, wo es halt sehr, sehr viel Masse auf sehr engem Raum ist. Und das stresst mich total. Das ist ganz, ganz krass, weil ich habe richtig gemerkt, als ich in diesem Laden war, oh Gott, ich möchte ganz schnell wieder raus, weil mich das so gestresst hat. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich, ja, weiß ich nicht, nicht so unbefangen einfach durch die Gegend mehr laufen kann. Und dann auch noch mit der Maske und schwerem Gepäck und so. Das hat mich, glaube ich, alles so ein bisschen gestresst. Und ich war froh, dass ich wieder draußen war. Concealer, muss ich aber sagen, ich hätte niemals gedacht, dass der so gut abdeckt. Wow. Ich habe euch jetzt mal ein kleines Stückchen herangeholt, dass ihr euch meine Base mal anschauen könnt. Ich muss mir das Ganze mal hier von Namen anschauen. Okay, wow. Also die Base ist extrem glowy. Der Concealer hat für den Preis extrem gut abgedeckt. Also er läuft jetzt gerade so ein bisschen hinter die Fältchen, aber das kann ich jetzt gerade nicht als negativen Punkt bewerten, weil ich habe einfach die letzten 5 Tage gefühlt nicht geschlafen, nicht gegessen und nicht getrunken. So, deswegen, wir schauen mal, wie das Ganze gesettet aussieht. Es gab kein Puder, was ich mitgenommen habe. Deswegen nehmen wir jetzt einfach ein günstiges. Das ist das hier von Wet n Wild. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und ich nehme meinen Schwamm, gehe hier einfach so ein bisschen rein. Und sette schon mal grob unter meinen Augen, damit das Ganze nicht noch weiter in die Fältchen kriecht. Ich möchte ein anderes Produkt benutzen. Und das fand ich echt spannend. Ich wusste, wie gesagt, nicht so wirklich, was das Konzept davon ist. Es gab nämlich ein Produkt von Rimmel London. Das ist eine Marke, die gibt es schon, glaube ich, ewig nicht mehr in Deutschland so wirklich zu kaufen. Vielleicht bei Müller, weiß ich nicht. Auf jeden Fall redet da einfach gar keiner mehr drüber. Ich glaube, ich muss auch gleich hier runtergehen, weil ich habe keine Schere. Und das war, glaube ich, eines der teuersten Produkte, die ich gekauft habe mit 3 oder 4 Euro. Aber die Farbe fand ich so schön. Peach Jewel Royal Blush Cream to Powder. Wow, okay. Sieht einmal so aus. Die Farbe ist, ich lieb's. Und wir gehen einfach mit dem Fenty Brush jetzt hier mal rein. Ich weiß nicht, wie pigmentiert er ist. Wir probieren es einfach mal aus. Also ich swatche ihn einmal ganz... Ach, irre. Schaut mal, das ist hier ein Cremeprodukt. Und am Finger sieht der so aus. Total schön, die Farbe. Und sobald ich den wirklich einarbeite, wird's trocken. Boom. Okay, also First Impression hier. Die Farbe ist, ich glaube, das ist meine allerliebste Blush-Farbe, die ich in meinem Leben benutzt habe. Das ist so ein bisschen wie die Mrs. Bella Palette, nur als Creme-Blush. Und das ist ja aktuell meine liebste Blush-Palette. Lässt sich gut aufbauen. Ist jetzt nicht zu doll, so dass man denkt so, okay, das sieht schwierig aus. Schön. Toll. Ganz, ganz toll. Also, Freunde, schaut mal, ob ihr den findet. Vielleicht habt ihr einen Action in der Nähe. Peach Jewel. Und das sieht halt auch nicht so glowy aus, nicht zu cakey. Wir setten das Ganze jetzt einfach nochmal im restlichen Gesicht. Also bis jetzt gefällt mir das Ganze wirklich gut. Ich habe hier noch einen anderen Blush gekauft. Das ist die Farbe Dusty Rose. Sie sieht wirklich ein bisschen dusty aus. Und eine Blush-Palette ist von der Marke Skyline Beauty. Das ist die Highlight and Blush-Palette. Sieht einmal so aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Benefit-Produkte. Es gibt hier auch einen Pinsel. Ihr wisst, ich mag den nicht so gerne zum Blush auftragen. Zum Konturieren sind die aber wirklich gut. Habe ich noch einen sauberen Pinsel? Hier, wir nehmen einfach mal diesen Pinsel. Von was ist der eigentlich? Keine Ahnung. Und gehen in die Farbe hier in der Mitte rein. Und gehen einfach hier so ein bisschen drüber. Wow! Okay, da ist so ein bisschen Schimmer mit drin. Ich übertreibe es jetzt für euch, ne, dass ihr die Farbe auch erkennen könnt. Santa Maria. Okay. Warum hat mir noch nie jemand von euch gesagt, wie krasse Sachen es bei Action gibt? Wir probieren jetzt mal die Highlighter aus. Ich nehme dazu meinen eigenen Highlighter. Brush, gehe hier rein. Ich glaube, ich muss nichts mehr sagen hier, ne? Ich sehe mich schon ab sofort öfter nach Brandenburg fahren. Ich muss das hier noch so ein bisschen ausblenden, war ein bisschen viel. Aber ihr seht sofort den Glow auf meiner Haut. Und das sieht ganz ehrlich fast so aus wie die Natasha Bloom Palette. 3 Euro versus 3000 Euro. Ratet mal, wer gewinnt. Base ist richtig, richtig gut. Ich habe hier noch ein Bronzer und Highlighter. Könnte sehr warm werden. Das ist, Bronzer ist immer...
Das ist so krass, ne? Bronzer könnte immer alles zerstören oder alles noch krasser machen. Auch hier, das Packaging ist recht schlicht. Es fühlt sich aber nicht ganz so billig an aufgrund der Form. Das ist so abgerundete Ecken. Liebe Grüße an Danny. Geh jetzt einfach hier mal so ein bisschen rein mit einem Puderpinsel und probiere nicht in den Highlighter zu kommen. Okay, da seht ihr nichts gerade. Rutsch mal ein Stück zurück, da könnt ihr meine Riesenstirn sehen. Okay, Freunde, also ich glaube, Maxim Giacomo X Max and More 2021 ist shaking. Schaut euch mal diesen Glow an. Und diesen Blush. Und diesen Bronze. Ich bin schock. Ich habe mir einmal fix ein paar Augenbrauen raufgemacht und wollte euch jetzt zwei Lidschattenpaletten zeigen. Ich habe hier einmal eine. Das ist die Max & More Bloom Palette. Hier sind 21 Farben drin. Und das erinnert mich so ein bisschen an so eine Palette von Primark, so vom Design her. Ein bisschen kitschig, aber eine gute Farbauswahl. Ich habe aber noch eine andere Palette gefunden und die musste ich mitnehmen. Ich sag mal nichts. Ihr haltet, nachdem ich euch das Produkt in die Kamera gehalten habe, das Video einmal an und schreibt mir bitte alle mal in die Kommentare an, was euch diese Palette erinnert. 1:1. Wir haben selbst hier einen Primer, ein Cremeprodukt. Kann ich mir gleich auf die Augen geben. Wir benutzen die Palette heute mal. Ist 1:1 kopiert. Wir schauen mal, ob das Ganze funktioniert. Ja, ein bisschen patchy. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Camouflage-Cremes aus der Drogerie. Damals gab es nichts anderes und jetzt benutzt es keiner mehr. Aber lässt sich gut auf dem Auge auftragen. Ich gehe als erstes mit der Farbe Glam. Das ist hier so ein Altrosé. Klopfe ich ab und setze mir das in die Lidfalte. Was hat der Spaß gekostet? 5 Euro. Falls jemand, die Community ist ja groß, falls jemand von euch bei Max & More arbeitet, bitte meldet euch bei mir. Ich habe ein paar Fragen. Viel zu gut für das, was ich erwartet habe. Ihr habt ja gesehen, ich stempel das so ein bisschen auf und kann das gleich verblenden. Ich blende das Ganze mit der Farbe Ivory Coast aus und mische das wieder so ein bisschen rein und kann mir das dann hier an den Übergang geben und dann die Farbe als erstes so ein bisschen verblenden. Okay, ich bin tatsächlich maßlos überrascht. Ich nehme jetzt die flache Seite hier und gehe in die Farbe Jet Set und setze mir die hier außen hin. Und bei solchen Sachen frage ich mich dann, wozu gebe ich Geld für Lidschattenpaletten für 60 Euro aus? Und dann blende ich das Ganze mit dem Pinsel hier von eben aus. Das ist ja irre. Ich verdunkel das Ganze nochmal mit der Farbe After Dark hier außen. Oh, okay, es ist fast ein Schwarz. Krass. Und ich würde mir meine Cut Crease ziehen, weil ich möchte, ich swatche euch einmal kurz, die Farbe Gossip und die Farbe Twinkle. Das sind halt, ach, ist ja verrückt. Das sind wie die Farben aus der Urban Decay Stone Vibes Palette. Oh Gott, ich sehe schon. Cut Crease ist einmal drauf. Ich bin gerade so, ich habe mir gerade ein paar Gedanken gemacht. Immer noch sprachlos. Ich nehme jetzt den flachen Pinsel hier und gehe in die Farbe Gossip. Das ist halt so ein recht glitzeriger Ton. Den muss man eigentlich mit den Fingern auftragen. Weil der halt so multidimensional ist. Vorne gehe ich in die Farbe Twinkle. Und ihr könnt euch das so mischen. Und jeder Look, den ihr macht, wird anders damit werden, weil ihr einfach niemals die gleiche Mischung kriegt. Ich habe das nicht erwartet, ne? Also ich bin in das Video gegangen, wie voreingenommen ich halt immer bin, bei solchen Videos, so, naja, ach, ist unterhaltsam, aber es wird ja nichts. Warte. An meinen unteren Wimpernkranz gehe ich in die Farbe Pink Madness. Schaut mal, hätte ich jetzt nicht gequatscht, hätte ich diesen Look in 2 Minuten geschafft. Die Farbe ist auch schön hier. Queen. Die sieht so ein bisschen aus wie Günstmaus, aber ein bisschen rosaner. Und das ist einmal der Look mit den Produkten von Action. Freunde, ich bin sprachlos, ich bin schock, ich bin am Boden. Wow! Habt ihr damit gerechnet? Ich nicht. Also ganz ehrlich, kein Produkt hier dabei gewesen, wo ich sage, so. Selbst der Concealer war gut. Schaut euch das an. Ich sehe aus wie ausgeschlafen. Und erinnert ihr euch, wie ich vorher aussah? Genau so. Also, ich war ziemlich begeistert. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Lasst mir unbedingt ein Feedback in den Kommentaren da. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr das Video mit euren Freunden teilen. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.